Ja, hi, willkommen, mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Boah, Entschuldigung, das fängt schon mal gut an. Ja, wir sind jetzt gerade vor unserer ersten Mission, beziehungsweise Squad 7s erste Mission. Und ja, bevor wir irgendwelche Zeit verschwenden, gehen wir direkt da rein. Wir sollen ja die Brücke vom Imperium hier wieder einnehmen, was die uns, glaube ich, vorher geklaut haben, und wir klauen sie jetzt zurück, und ja, weil wir sind die Guten, und und Welkin wird dir zeigen, was er drauf hat als Squadleader. Yeah! So. Faisal, genau. Die imperialen Einheiten haben eine Verteidigungsposition im Faisal Urban Center. Wir müssen zwei Positionen aufteilen, und zwar einmal das Stadtteam und das Riverside-Team. Flussseite. Das Stadtteam wird das Basiskampf verteidigen, und das Flussseitenteam wird den Gegner fertig machen. Wir müssen das Camp des Gegners einnehmen und wir müssen ja die Einheiten, die das Camp verteidigen, erledigen. Wir müssen für die Position und so verantwortlich sein. Ja, wir müssen unseren Squad hier verteilen auf die beiden Teams. Blablabla. Ja, Antipanzer-Einheiten brauchen wir. Viele AP, also Scouts und Ingenieure. Und wir müssen die Operation blablabla. Okay. Wir müssen das Imperium fertig machen. So. Wir haben jetzt zwei Teams. Einmal auf der Flussseite haben wir Welkin, Alicia und Rosie. Und eine Einheit nach Wahl. Und im Stadtteam haben wir unser Lago. Und vier Einheiten unserer Wahl. So, und hier können wir nämlich unsere Squad 7 Mitglieder reinballern. Und ich muss mal nachdenken. Was wäre denn intelligent? Ich würde sagen, ein zweiter Scout wäre hier nicht schlecht, damit wir weiter vorankommen können. Nehmen wir Ted. Und hier brauchen wir Antipanzer-Einheiten, weil ja Panzer gesichtet worden sind, meine ich da gelesen zu haben. Und deswegen nehmen wir den einzig und wahren John. Okay, aber wir müssen auch das Camp hier verteidigen, deswegen nehmen wir noch, ja, eine Schocktruppe, ein Scout wäre vielleicht nicht schlecht, oder zwei Schocktruppen. Nehmen wir einmal Wendy. Und Micah. Und was noch? Vielleicht noch einen Ingenieur. Nehmen wir Herbert. Weil, warum nicht? Okay. Wir müssen das Basiscamp einnehmen. Und wir müssen alle Einheiten töten. Welkin stirbt, 20 Züge sind verloren. Ja, okay. Deploy, ja. Dann geht's los! So, ich glaube, ich habe zu früh weggedrückt. Egal. Ich bin so aufgeregt von unserem ersten Auftrag von Squad 7. Wir werden siegreich sein. Und ihr könnt nichts dagegen machen. Boah, schon wieder am Aufstoßen. Kommt nicht gut. Na los. Come at me, Bro! Ich werde mal Squad 7 zeigen, was er drauf hat. Was sie drauf haben. Yes! Action! Mir ist aufgefallen, er kommt nicht so gut rüber, finde ich. Hier gibt es viel zu viele Gespräche und viel zu wenig Action. Ich meine, die Schlachten sind natürlich auch sehr lang. Die wären auch auf jeden Fall noch länger. Aber so Let's Play-mäßig ist er jetzt ein bisschen unpraktisch manchmal. Ja, ich mache alle Tanks platt.
So, los geht's, endlich. Okay, das klingt nach Tutorial. Ja, okay, da kann ich auch so erklären, ja. Gibt verschiedene Camps auf der Karte, die können wir einnehmen, wenn wir da hingehen und X drücken. Zum Beispiel. Schneller! Ich glaube, hier ist ein Camp, da können wir einnehmen, indem wir da reingehen und X drücken. Da dürfen aber keine Einheiten im Camp drin sein. Also, ja. Erklärt sich von selbst eigentlich. So. Aisha, geh mal vor. Du bist unsere Augen. Eternal. Okay. Oh, ob das vielleicht so eine gute Idee war jetzt. Ach! Na, wartet. Nein! Ich vergesse immer erst Ziel nehmen, lieber. So, ich habe wieder unendlich Zeit und kann nichts dagegen machen. Ah. Stirb! Was ist das? Verdammt, der andere lebt noch. Ich hätte lieber mit der Edelweiß anfangen sollen, ich Idiot. Naja, es ist nie zu spät. Was willst du denn? Bei dir kann ich mir Zeit lassen. Und stirb! Overkill. Voll übertrieben. So, weiter. Ha. Ja, ich glaube, wir haben schon mal keine Probleme. Ted. Du gehst mal das andere Grasbüschel hier entlang. Weil ich traue dem Button nicht. Ha! Und er verkriecht sich wieder darin, ne? Aber wir haben ja Granaten. Oh mein Gott, eine Spinne. Oh. Schön. So. Nehmen wir die Leichen mal mit. Ich glaube, die geben uns Punkte, Erfahrung, weiß ich nicht. So, und... Ah, ich wusste es. Wusste ich doch. War mir schon zu auffällig irgendwie. Okay, Rosie. Du bist auch noch vorne. Ha! Guck mal, wie schnell sie rennt. Aber wie wenig Punkte sie nur hat zum Rennen. So, ganz wichtig, Rosie gleich als erstes bewegen. Nicht die Edelweiß als erstes. So, dann mal gucken. Unsere Schocktruppen halten hier mal die Augen offen. Maika! Gibt's davon nicht eine Mayonnaise oder so? Hi. Boah, leck mich am. Ha. Hab ich mir gedacht. Bleib mal hier. Töte jeden, der dir zu nahe kommt. Ja, das gleiche machst auch du. Wendy. Ha, wie ein Hase. Jawohl. War schon alles? Und wir gehen mal hier in Deckung. Weil dir jetzt auch alles, was dir zu nahe kommt, töten. Schön. Solche Spiele sollte es noch öfter geben, finde ich. So. Weil ich nicht weiß, ob die jetzt zu uns hinkommen und uns fertig machen wollen. Bleib ich mal hier und lass sie mal in Deckung gehen. Und... John, du auch! So, bleib sie auch schön bei Lago. Oh ja. Ist auch, glaube ich, ein Lago-Liebhaber, wenn ich mich irre, der Typ. So, Herbert, auf dich muss ich im nächsten Zug aufpassen. Und oh, die haben nur 6 Punkte. Okay. Shuffle, 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 shuffle. Ja. Komm. Boah. Da ist er in die Falle getappt.
dachte er sich nur, oh mein Gott. Wow, und du läufst jetzt auch gerade in dein Verderbnis. Wow, ich meine, wie viel uns einen aushalten. Boah, geil. Rosie. Hammer. Okay, ja. Wenn Anführereinheiten sterben, dann bekommt der Gegner ein CP weniger. Das habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. Und der Gegner macht nicht weiter. Was ist das denn? Ach ja, genau. Wenn man Dreieck drückt, dann kann man... Ja. Fehler geben. Machen wir mal. Ausweichbonus. Oh, kann ich nur auf eine? Nee, dann mache ich das nicht. Das ist mir zu blöd. So, Rosie, du gehst mal als Erste. Und dahin ist noch eine Einheit. Na, warte. Nein, ich vergesse das immer. Erst ziehen und dann. So. Du kannst auch so versteckt sein. Einmal eine Granate rein und du bist weg. Oder auch nicht. The fuck? Okay, du hältst hier mal die Stellung. Nur noch 11 Minuten. Ja, wir haben noch 11 Minuten. Hm. So, am besten wäre jetzt, wenn Welkin noch hier hinkommt und den Typen fertig macht. Ich glaube nicht, dass der irgendjemand anderen erreichen kann. So, und... Zack! Oh, was? Ich habe mich geduckt! Hat keinen Schaden gemacht! Natürlich! Und dahin sind irgendwo Gegner, ich verstehe noch nicht wo. Und dahin sind... Boah, da hinten ist ein Panzer, sehe ich gerade. Okay, Ted, du musst ihn jetzt fertig machen. So, komm her. Wenn du jetzt auf einmal so duckst, ne? Oder auf dem Boden liegst, ne? Au, au, nein! Er voll am Schwitzen. Nein, aua. Fällt mir hier alles runter, Mann. So, dann geht's schon mal weiter, Ted. Au, Gott! Hilfe! Okay, weiß nicht, wo gehst du denn jetzt hin? Weiß nicht, wo diese Leiter hinführt im Moment. Lass es erstmal. Moment, ich dachte, Team, paar Probleme. So, Alicia, du müsstest ihn noch jetzt... Oh Gott, du hast voll wenig HP, sehe ich gerade. Komm schon. Jawohl. Wusste ich doch, dass du das schaffst, Alicia. So, dann... Verleibt dir mal seine Leiche ein. Und dann weiter. Schön. Läuft alles nach Plan. Glaube ich. Ja, du bist jetzt ein bisschen abseits, aber egal. Sieht nicht so aus, als ob da noch viele Leute kommen. Also von der Seite. Deswegen. Obwohl. Oh mein Gott. Rose, geh mal weiter. Du hast noch viel AP. Geh mal die Leiter hoch. Oh, hi. Mehr und... Und da sehe ich einen Panzer. Ein Panzer. So, Rosie, du machst Eisblatt, was da... Was sich da unten schief anguckt. Ich würde sagen, wir heilen nochmal Alicia und Ted, falls wir noch schaffen in diesem Part. So. Damit die Leuchte. Schön. Am besten, Alicia, gehst du auch da oben hin. Was kann denn schon schief gehen? Okay, dann würde ich sagen, den Rest des Zuges machen wir im nächsten Part. Und ich frage mich, wie die Schlacht hier noch ausgeht. Vielleicht schaffen wir ihn noch im nächsten Part. Bestimmt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.